Nee. Alter, ich kann die nicht mehr schlagen. Es ist so krass auf dem S-Server zu PvPen. So, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Project Ares, wie sich's für den Donnerstag gehört. Und wir spielen heute mal auf... Ne, das will ich gar nicht. Auf einer Map, auf einem anderen Server von Project Ares. Und zwar spielen wir heute mal auf dem US-Server, weil es mitten in der Nacht ist. Und... ich konnte früher nicht auf dem US-Server spielen, das haben nämlich ein paar Leute mir schon geschrieben, ich soll auf US-Server spielen, weil da mehr los ist und so weiter. Und es andere Maps gibt, wie zum Beispiel diese hier, die heißt Synergy. Nein, warte mal, wie hieß die? Ich hab's vergessen. Rot 2, Rot 3, also ihr seht, hier gibt's direkt mehr Sachen. Tut hier heißt die, die gibt's glaube ich beim anderen nämlich nicht, beziehungsweise die kommt halt total selten dran, weil sich das anders rotiert in, auf dem EU-Server, weil alles länger dauert, weil... einfach die Runden seltener gespielt werden, weil nicht so viel los ist und blablabla. Ich konnte hier aber nicht spielen, weil ich hier so einen hohen Ping hatte eine Zeit lang. Also so echt ein 600er Ping oder sowas und das ist halt einfach unspielbar. Oh, Limewool wurde schon gesetzt. Wir sind aber rot, ne? Sind wir rot? Ne, wir sind blau. Oder? Ja, sind wir. Okay. Okay. Wir haben also eine Wolle und die haben eine Wolle. Das war close. Nein. Lol, da ist er einfach in die Lauer gefallen. Ja, bei ihm läuft. Okay, Zyren haben wir aber schon, das heißt, ich muss hier jetzt versuchen rüberzukommen. Stell euch vor, ich schaff das jetzt. Stell euch vor, ich schaff das jetzt. Lol, ich schaff das echt. Nein! Da hat er mich gekriegt. Verdammt. Ich hätte mich hochbauen sollen einfach, anstatt das Zeug da zu holen. Das sind aber Runden, die schnell vorbei sind, weil die Maps halt echt klein sind. Also werde ich hier mehrere spielen, keine Sorge. Es ist nicht so, dass ich nur eine spielen werde. Da werden echt mehrere kommen. Aber ich hatte es fast echt im ersten Versuch rüber geschafft. Krass, aber ich war auf der falschen Seite auch, ist das Problem gewesen. So, ich spiele übrigens immer noch mit dem Stegpack. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich mit dem oder mit Faithful spielen soll, was euch lieber ist. Weil mir ist das egal. Das hat halt auch die Texturen von Faithful. Nur halt verändert. Aber kann ja auch sein, dass euch die Bogen-Sounds hier von den Flugstäben auf die Nerven gehen oder so. Warum kämpft denn der mit der Axt? Oh Mann, wie er mich gekillt hat. Lol. Das ist halt der US-Server, da ist es für mich schwieriger zu PvPen. Aber ich krieg das schon hin. No worries. Erstmal wieder das hier holen. So, dann gönne ich mir jetzt hier mal wieder mein übliches Zeugs. What the fuck? Ach, US-Server. Hä? Okay. US-Server, please. Okay, alles klar. Wie da unten einfach Rote drin sind. Das sollten wir mal was gegen machen. Das ist ja wie eine Plage. Ich frage mich gerade, wie ich da am besten jetzt rübergehe. Weil so hat das ja gerade nicht so blendend funktioniert. Aber ich glaube, das klappt jetzt so, weil hier keiner ist. Dann kann ich hier mal ganz gediegen hochgehen und dann rüberlaufen. Okay, das ist einer von uns. Wow. Wer schießt denn da? Oh, ganz viele Rote schießen da. Lol, that knockback. So, mein Wasser einmal bitteschön, dankeschön. Komm, lass mich da. Alter. So.
So, müssen wir dich noch killen. Komm her. Die sind halt echt alle schwieriger zu treffen, wegen US-Server, wegen dem Ping. Aber ich hab's trotzdem irgendwie geschafft. Oh Gott. Junge, Junge. Alter, diese Range. Du bist einer von mir, okay. Guck mal, Kollege, wir gehen da jetzt wieder hoch, ne? Junge, Alter! Krass. Ich laufe jetzt einfach durch, glaube ich. Ne, das klappt nicht, okay. Shit, ich dachte, ich komme damit vielleicht durch. Aber jetzt ist es echt schwierig, darüber zu kommen. Also kann die Runde doch noch ein bisschen länger dauern. Hä, warum baut er denn hier zu? Hier ist doch total unnötig zuzubauen. Also echt jetzt, hier ist echt total unnötig. Hier müssen die doch gar nicht durch. Ah, hier ist ein Weg durch, sehr gut. Wie viele Eisen ist das? 50, nice, da muss ich nichts abbauen. So, das gönne ich mir und das gönne ich mir, okay. Dann das Eisen kann ich wieder wegwerfen und dann hole ich mir jetzt wieder mein Wasser. Der fällt erstmal, wunderbar. Er hat überlebt. Oh ne, der hat es echt geschafft jetzt. Wieso kommen die denn durch und wir nicht? Wir machen was falsch, Leute, wir machen echt was falsch hier. Das darf es doch nicht sein. Nächster Versuch, komm. Hä, ja, da ist ein Typ ohne Rüstung, der voll lang überlebt. Was geht? Ach, fuck it. Nee. Ich glaube, ich versuch's nochmal so, wie ich es am Anfang gemacht habe. Ich laufe über Cyan zu Purple. Ich glaube, das war die beste Taktik, die ich hatte. Auch wenn sie unabsichtlich war. Das ist so ein Typ mit krasser Rüstung. Der fliegt jetzt erstmal. Den ziehen wir. Jawohl, was sag ich. So, Regeneration Potion. Oh, es ist vorbei. Okay, Place the Yellow Wool. Ja, das heißt, wir haben verloren. Ne, wir haben gewonnen. Hä? Ja, wir haben gewonnen. Das war Yellow. Ne, das war Purple. Ja, wir waren Blue. Okay, wir haben verloren. Ich bin dumm. Als nächstes kommt The New Day. Die Map habe ich, glaube ich, bisher einmal gespielt und die ist ganz cool. Ich werde jetzt auch nicht schneiden, weil die werden wir direkt spielen. Wenn das jetzt eine Map gewesen wäre, wo ich gesagt hätte, die will ich jetzt nicht spielen, weil mir nicht gefällt, dann hätte ich jetzt geschnitten. Aber die Map spielen wir jetzt noch. Und ich würde sagen, das war's dann danach auch. Weil es ist echt spät. Ne, aber ganz ehrlich mal, es sind neue Maps. Und dann haben wir eh auch über 15 Minuten sollte das sein, weil die Map ist auch wieder größer. Es sind zwar auch nur zwei Caps, aber es ist ein bisschen größer. Also ihr seht schon, da muss man eine längere Distanz laufen, aber vielleicht schaffe ich es direkt da durch. Aber die Map ist cool. Also echt, die habe ich bisher halt noch nicht gespielt, aber die ist cool. Also einmal, aber das ist schon echt lang her. Da gibt's Eisen. Ich hätte natürlich auch sofort versuchen können durchzurushen, aber lassen wir das mal lieber. So. Gib mir das. Und gib mir das. Da gibt es auch einen Eisenspawner, soweit ich weiß. Der ist natürlich auch noch ganz praktisch. Da kann ich kein Wasser nehmen, okay. Muss ich mir von da vorne gönnen. Hier dann. Ja, perfekt. So. Ist der runtergefallen? Ich weiß es nicht. Gott. Der fliegt auf jeden Fall. Was haben wir hier drin? Holz. Holz. Wow. Nein! Oh mein Gott. Ich habe das gar nicht gesehen, wo der herkam, aber er fällt auch runter. So. Hä? Er ist doch runtergefallen, oder? Ich hoffe es zumindest mal. So, dann mache ich das jetzt mal so. Und craften mal einfach hier diese Dinger. Muss ich nichts abbauen. Nochmal das hier und nochmal das hier. So, alles klar, auf geht's.
Okay, unsere Leute sind schon durch, so wie es aussieht. Würde ich auch gern sein. Aber muss ich noch ein bisschen laufen, dass ich da nach vorne komme. Ich hoffe jetzt, ich krieg das diesmal hin. Gerade ist keiner da, so wie es aussieht. Sehr schön. Dann kann ich das ja mal ganz kurz nutzen. Ja, haben wir. Alles klar. Jetzt ist die Frage, schaffen wir es noch weiter? Komm. Nee. Alter, ich kann die nicht mehr schlagen. Es ist so krass auf dem S-Server zu PvPen. Ist halt echt übel. So. Ziehen wir das hier aus. Nice, wir haben schon eine Wolle wieder. Ideal. Ich muss versuchen, mit jemandem gemeinsam zu laufen, anders klappt das, glaube ich, nicht. Hab ich das direkt vergessen. So, machen wir mal kurz Schuhe. Eine Hose, bitte. Danke. Und jetzt noch einen Helm. Perfekt. Und wir sind bereit. Los geht's, los geht's. Die Sache ist nur. Du Typ sollst da nicht sein. Lol. Er denkt sich einfach nur YOLO. Er denkt sich einfach nur YOLO. Den Goldapfel drin, mein Freund. Du nicht. Habe ich zumindest gehofft, aber hast du auch nicht gehabt. Also bin ich zufrieden. Ist das ein blauer? Ja. Ich dachte gerade schon, da kommt noch ein roter. Oh Gott, ich bin so scheiße. Was mache ich denn? Mann, Alter. Ich bin so dumm. Es ist spät, das ist meine Ausrede. Wir haben jetzt Eisenblöcke, es dauert mir zu lange mit den Spawnern. Alter, ich will das gar nicht. So. So. Alles klar, da sind wir schon wieder am Start. Auf geht's. Wir haben jetzt schon Yellow. Ich weiß aber nicht, welche Seite welche war. Das habe ich am Anfang nicht in Erfahrung bringen können, also habe ich nicht gesehen. Deswegen bin ich mir unsicher, wo ich hin will. Oh, hat der vielleicht die Wolle? Hast du die Wolle? Hast du sie? Wenn ja, dann ist das jetzt gleich vorbei, das Game. Du gehörst zu mir. Dieser Knockback, ey. Und ich deal dem einfach überhaupt keinen. Okay, hit the ground hat sogar. Bester Tod. So. Dann. Lol, wie hat der mich denn jetzt getroffen? Mein Kollege ist durchgekommen, sehr schön. Ich sollte dem aber direkt hinterherlaufen. Gott, nee, nee, nee. Apfel hier. Oh, er ist runtergefallen. Oh, was machst du hier? Das ist einer aus meinem Team. Ich muss zu ihm. Ich muss ihn retten. Oh, er muss nicht gerettet werden. Komm, wir gehen weiter, Kollege. Komm mit. Komm mit, komm mit. Wie gehen wir? Lass uns hier gehen, lass uns hier gehen. Komm. Let's do this. Nein! Shit. Okay, so klappt das nicht, leider. Aber wir kriegen das schon noch hin, sage ich. Kein Problem. Oh, perfekt.
Da wartet schon eine Menge Eisen auf uns. Finde ich gut. So. Auf geht's, weiter geht's. Da ist einer. Oh. Nein, ich habe ihn nicht erwischt. Zumindest nicht voll. Nee. Muss ihn irgendwie aufhalten. Hä? WTF? Alter, dieser US-PvP. Junge. Alter, das ist ja heftig hier zu PvPen. Das kannst du ja keinem antun. Nichts für schwache Nerven. So. Dann probieren wir es nochmal hier rüber. Oh, Red Team wins. Ja, dann hatte der die Wolle gerade. Shit. Was wäre hier gewesen? Hier wäre Orange gewesen. Hier ist eh richtig. Aber die wurden krass belagert hier, die Jungs. Egal. GG. Und da fliegt eine Gelse. Die werde ich gleich töten. Ja. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das am Sonntag oder am Samstag sehen wollt, dann denkt daran, einen Like da zu lassen. Ansonsten gibt es heute noch ein extra Video, das erwähne ich jetzt hier am Ende. Für die, die aufgepasst haben, die anderen werden es dann eh noch sehen. Entweder um 18 oder 19 Uhr, wieder mit den zwei Kollegen, Tobi und Stegi. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch damit viel Spaß. Ansonsten könnt ihr hier noch einen Kommentar da lassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.